erster Hellner. Oh, oh, oh. Türkischer Fußball und die Super League. Die Spannung wächst. Ja, 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 ja. Analysieren, diskutieren. Jede Taktik in der Arena des Mikrofons. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Juventus Turin, einer der führenden Vereine der italienischen Serie A, hat seine Absicht bekannt gegeben, sich langfristig an den 18-jährigen Stürmer Kenan Yıldız zu binden. Der junge Nationalspieler hat von seinem derzeitigen Verein eine erfreuliche Nachricht erhalten, die seiner Karriere eine entscheidende Wende geben könnte. Juventus plant mit Yıldız einen neuen Vertrag bis 2029 abzuschließen. Ein klares Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung für sein Talent und seine Leistungen auf dem Spielfeld. Die Pläne von Juventus für Kenan Yıldız gehen über eine einfache Vertragsverlängerung hinaus. Der Verein plant, ihm in der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 10 zu überreichen. Ein symbolträchtiges Trikot, das in der Fußballwelt häufig den besten Spielern einer Mannschaft vorbehalten ist. Diese Entscheidung unterstreicht die Erwartungen, die Juventus in den jungen Spieler setzt und signalisiert sein Potenzial, eine Schlüsselrolle im Aufbau der Mannschaft zu spielen. Die Aufmerksamkeit, die Kenan Yıldız in letzter Zeit von verschiedenen europäischen Vereinen erhalten hat, hat Juventus dazu veranlasst, schnell zu handeln, um seine Zukunft im Verein zu sichern. Der italienische Topclub sieht in Yıldız eine langfristige Investition und möchte sicherstellen, dass sein Talent weiterhin unter dem schwarz-weißen Banner glänzt. Der junge Stürmer, der derzeit das Trikot mit der Nummer 15 trägt, hat in dieser Saison beeindruckende Leistungen gezeigt und wird nach der Unterzeichnung des neuen Vertrags voraussichtlich das Trikot mit der Nummer 10 tragen. Kenan Yıldız hat sich nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch international einen Namen gemacht. Juventus-Torhüter Wojciech Szczęsny lobte ihn. Ich bin überzeugt, dass Kenan Yıldız in den nächsten 5 Jahren für den Ballon d'Or nominiert wird. Ich habe mit vielen Spielern zusammengespielt, aber ich habe noch nie jemanden mit einem solchen Talent gesehen. Diese Worte eines erfahrenen Spielers wie Szczęsny unterstreichen die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Yıldız und die hohen Erwartungen an seine Zukunft. Darüber hinaus wurde Yıldız vom technischen Direktor der türkischen Nationalmannschaft, Vincenzo Montella, in den Kader berufen und debütierte im EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien. Mit einem Tor und einer Vorlage stellte er sein Können und seine Vielseitigkeit auf dem Platz unter Beweis. In der laufenden Saison hat Yıldız in insgesamt 24 Spielen für Juventus sowohl in der Liga als auch im Pokal 3 Tore erzielt, was seine Entwicklung und seinen Beitrag für die Mannschaft unterstreicht. Die Entscheidung von Juventus, Kenan Yıldız einen langfristigen Vertrag anzubieten und ihm die Rückennummer 10 zu geben, spiegelt nicht nur das Vertrauen in seine aktuellen Fähigkeiten wider, sondern auch die Überzeugung, dass er das Potenzial hat, einer der besten Spieler der Fußballwelt zu werden. Diese Entwicklung ist nicht nur für Kenan Yıldız persönlich eine vielversprechende Nachricht, sondern auch für Juventus und seine Fans, da sie die kontinuierliche Förderung und den Glauben an junge Talente innerhalb des Vereins zeigt. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt! Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel, deine Arena.